Und wenn ich jetzt 10 Leute um mich habe und 3 davon gefällt das nicht, dann ist das halt so. Da kann man nichts gegen machen. Man kann nie versuchen, alle 10 irgendwie glücklich zu machen. Das geht nicht. Ich habe mich ja relativ schnell immer von Leuten getrennt, die mir einfach da nicht gut taten. Und die fanden das natürlich doof, aber mir war das relativ wurscht, weil ich, wie gesagt, irgendwann angefangen habe zu sagen, ich muss meinen Weg gehen, ich muss mich happy machen und so weiter. Und ich kann nicht jeden happy machen. Und wenn ich jetzt 10 Leute um mich habe und 3 davon gefällt das nicht, dann ist das halt so. Da kann man nichts gegen machen. Man kann nie versuchen, alle 10 irgendwie glücklich zu machen. Das geht nicht. Und ja, von daher fanden das sicherlich einige doof, aber ich habe es nicht mehr mitgekriegt, weil ich habe den Kontakt abgebrochen. Von daher, ja, ich habe es nur von denen mitgekriegt, die dabei geblieben sind und die gesagt haben, ey, super. Und das waren gleichzeitig Leute, die selber auch ihren Weg gegangen sind. Und das fand ich toll. Das fand ich toll. Wir sind irgendwie alle wie so ein 100-Meter-Lauf. Wir sind alle irgendwie so auf unserer Spur gelaufen. Ich war manchmal ein bisschen langsamer, Florian war vielleicht schneller und ne, so. Und das fand ich also alles ganz toll. Aber ich habe das auch akzeptiert. Ich habe selber auch gesagt, ich bin der, der ich bin. Ja. Und ich kann der sein, der ich bin. Aber ich kann nicht Florian sein. Und ich kann auch nicht Harald sein. Und ich kann auch nicht der und nicht der sein. Ich kann ich sein und die sind sie. Und das ist alles wunderbar so. Ne? Das muss man auch erstmal. Also man muss zwar ein Wettbewerbsmensch sein, dass man sagt, ich will was schaffen und ich will was erreichen. Aber Man darf sich nicht zu sehr vergleichen mit wegen, oh, der ist aber schneller, der hat schneller die Millionen gemacht und so weiter. Dann ist das halt so, ne? Das muss man schnell akzeptieren lernen.